Willkommen, meine lieben Freunde, zum 19. Spieltag der GPL. Heute gegen die Dancing Dimensions, geleitet von Shiro-san. Und ich habe heute nicht allzu viel Zeit, weil wir haben den Kampf gestern Abend sehr spät gemacht und ich muss den Kampf jetzt irgendwie noch rechtzeitig online bringen. Und bei meinem Internet wird das sehr, sehr schwer. Also werde ich auch direkt mit der Team-Preview starten. Nur muss ich kurz zuvor sagen, dieser Kampf war einer von vielen. Beziehungsweise, wir hatten eigentlich an einem anderen Tag bereits gekämpft. Dann hätten wir auch mehr Zeit gehabt zum Bearbeiten und so weiter. Aber wir hatten 4 oder 5 DCs. Relativ immer in der Anfangsphase. Es ist nicht immer so viel passiert. Er hat mir nur geheime Tuktiken gezeigt von ihm. Und manchmal habe ich ein Pokémon verloren, manchmal wir beide. Und also, ja, war halt noch nicht so weit. Er hat halt nur die geheimen Tuktiken drauf. Und ja, deswegen, ja. Und wir haben uns deswegen neue Teams gemacht. Beziehungsweise habe ich mein Team fast gar nicht geändert, außer meinen Akani. Das war aber eigentlich auch gar ein Versehen. Ich wollte dieses Akani gar nicht mitnehmen, sondern das, was ich auch beim allerersten Mal dabei hatte. Das war sogar ein Versehen, aber okay. Mal gucken, wie es sich spielen wird, weil, ja. Wir haben jetzt den ersten Platz sicher, also wenn wir verlieren, ist das kein Problem. Natürlich versuche ich mich weiterhin anzustrengen, die Siege rauszuholen. Auf jeden Fall sehen wir auf Shiros Seite ein Rotom Wash, ein Victini, ein Monagoras, ein Shaymin, ein Lucario und ein Panzer Eron. Und auf meiner Seite sehen wir Quajutsu, Megapinsir, Stalobor, Akani, Blitzer und Florges. Quajutsu mit dem Warschall, Pinsir mit dem Pinsirnit, Stalobor mit dem Focus Sash, Akani ein physisch-offensives mit dem Beulenhelm. Ja, das war ein Fehler, ihr merkt das schon. Und Blitzer mit dem Lebenorb und Florges mit den Überresten. So, egal. Ich starte jetzt in den Kampf und wir schauen an, wie es laufen wird. Naja, ihr habt schon bemerkt, das war alles wirklich in Stress, auch der Kampf gestern, weil Akani mit dem Beulenhelm ist ein bisschen falsch, weil es ist ein offensives Akani. Naja, auf jeden Fall startet er mit Rotom Wash. Ich habe sogar damit gerechnet, wollte aber nicht mit Stalobor leaden, weil ich Angst vor dem Victini-Lead hatte. Und bin deswegen auf Quajutsu gegangen, gehe auch mit der Kehrtwende jetzt hier raus und habe mit dem Volt Switch gerechnet, weil ich dachte, dass er mein Florges predicted, war aber nicht so, denn er macht das hier super, geht auf das Irrlicht, predicted mein Stalobor, weil ich halt seinen Volt Switch predicted habe, also eine sehr gute, First Prediction, glaube ich zumindest, oder wollte einfach meinen Florges verbrennen, aber ich denke das einfach mal, weil das ist der Shiro, der kann sehr gut predicten. Und bin deswegen davon ausgegangen. Oder macht sehr viele Overpredictions, die größtenteils auch dann für seinen Favor, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ausgehen. Naja, auf jeden Fall geht er in seinen Shaman. Ich hole meine Tarnsteine raus, weil ich wusste, dass er auswechseln wird. Er möchte nämlich kein Erdbeben fressen, selbst wenn ich verbrannt bin. Und deswegen muss ich jetzt aber auch hier rausgehen, weil Shaman gegen Stalobor ist nicht allzu gut und gehe deswegen in mein Florges, vor allem damit ich den Burn von Stalobor wegbekomme. Und er geht auf den Delegator, was ich nicht so super fand, weil Delegator ist nicht so super. Und er geht auf den Schocksamen, und ich habe nur gehofft, dass ich keinen spezial defensiven Drop bekomme. Und mal schauen, ich bekomme ihn direkt. -2. Somit können wir den Schocksamen nicht mehr allzu gut tanken. Ich kann aber mit der Mondgewalt genug Schaden machen, um den Delegator zu zerstören. Somit haben wir da schon mal kein Problem. Und dachte mir so, okay, ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Ich habe Angst, dass er jetzt nochmal den Delegator rausholt und meinen Switch predicted. Deswegen bin ich jetzt wieder auf die Mondgewalt gegangen. Aber er geht auf das Schocksamen. Oder auf den Schocksamen natürlich. Und reicht natürlich nicht aus. Weil Florges ist trotzdem ein Biest, auch bei -2. Und ich kann nochmal ein bisschen Schaden mit der Mondgewalt rausholen. Aber ich habe, wie gesagt, gerechnet, dass er auf den Delegator geht. Das war einfach mal ein Fehlpredikt. Naja, auf jeden Fall wechsle ich aber jetzt hier aus, weil der nächste Schocksamen sollte ausreichen. Und gehe deswegen in meinen Pinsir, was das resistet und eigentlich relativ gut tanken sollte. Und er wehrt die Attacke sogar ab, aber hat jetzt nicht allzu sehr gemädert, weil es sollte sie eigentlich relativ gut tanken. Also Pinsir natürlich nicht vierfach, weil es noch nicht in der Megaform ist. Aber dennoch, er ist nicht gespaxed oder live-opt, hat man ja gesehen. Deswegen bin ich der Meinung, das sollte er auch relativ gut getankt haben sollen, tut. Okay, auf jeden Fall geht er hier in sein Panzer Eron, einen super Counter gegen Megapinsir. Und ich gehe auf die Rückkehr direkt und es macht guten Damage dafür, dass es ein Panzer Eron ist und resisted ist. Er hat aber den Beulenhelm drauf und ich dachte mir so, vielleicht holt er jetzt die Tarnsteine raus oder geht auf den Ruheort, weswegen ich auf den Schwerttanz gehe. Und er geht hier leider sogar auf den Ruheort. Die Tarnsteine wären um einiges besser gewesen, weil ich habe halt damit gerechnet, dass er meinen Switch predicted.
und gehe deswegen jetzt hier auf die Rückkehr, nicht auf den Nahkampf, welcher mehr Schaden gemacht hätte, weil ich gedacht habe, er geht jetzt auf den Sturzflug, weil minus 1 Sturzflug hätte auf jeden Fall gereicht, also für mich minus 1, aber er geht auf das Wirbelwind, ich weiß natürlich, dass er es drauf hat, aber ich war mir ziemlich sicher, dass er auf den Sturzflug geht, habe ich aber wieder falsch predicted und naja, das wäre halt sehr gut für mich gewesen, weil ich hätte auf eine Rückkehr gehen können, Robustheit weg und hätte auf den Nahkampf oder wieder auf eine Rückkehr gehen können, naja. Also Nahkampf hätte ihn wahrscheinlich auch auf die Robustheit runtergebracht. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier auf die Aromakur gehen. Okay, nicht ganz, aber fast. Und kann endlich den Burn von Stahlobor wegbekommen. Er nutzt diesen Zug, um auf das Auflockern zu gehen und die Hazards weg zu spinnen, sagt man ja nicht, wegzufegen. Und ich habe mir hier so gedacht, er predicted meinen Wunschtraum und geht auf den Ruheort wahrscheinlich. Was jetzt predicted, sondern geht einfach auf den Ruheort, um sich voll zu heilen, weswegen ich auf mein Prekani gehe. Und ich dachte zu diesem Zeitpunkt immer noch, dass es mein physisch-defensives ist. Wollte es, glaube ich, verbrennen oder so. Ich weiß nicht, was ich damit wollte, aber ich glaube, das war's. Und dann merke ich so, okay, Moment mal, das ist mein physisch-offensives. Ja, aber egal, Akani ist Akani, genug Power for life und er geht in I Like Pants und ich gehe direkt auf den Flammenblitz, sag mir, predikte hier nicht zu viel, weil ich dachte, vielleicht dachte er, dass ich immer noch mein physisch-defensives dabei habe und trotz, dass es resisted ist, dass es ein Rotom Wash ist und dass ich kein Boost-Item habe, sondern ein Beulenhelm, macht das relativ guten Damage, also bin ich auf jeden Fall mit Akanis Leistung mal wieder zufrieden, also super. Der Damage dafür, dass es kein Life oder Band war, mit Choice Band wäre es auf jeden Fall ein Turret KO gewesen. Das ist schon krass. Die Power von Akani. Auf jeden Fall geht er hier auf den Leitteiler und ich gehe auf Stahlobor. Bringt ihm jetzt nicht allzu viel und ja, mir nicht so allzu viel KP weg. Und ich dachte, jetzt prediktet er wahrscheinlich wieder die Tarnsteine, weil ich letztes Mal drauf gegangen bin. Und gehe deswegen auf das Erdbeben und er bleibt sogar drin. Die Prediction war immerhin endlich mal richtig und das Erdbeben knockt endlich Rotom Wash aus. Das ist schon mal super. Und damit haben wir schon mal einen großen Threat erledigt. Auf jeden Fall wechselt er hier Skarmory rein, ein super Counter gegen Stahlobor und ich muss natürlich hier rauswechseln. Gehe in meinen Blitzer rein, was das auf jeden Fall O-Cone wird. Und er geht auf die Tarnsteine, was ja okay ist, weil ich habe immer noch meinen Spinner mit Stahlobor. Somit ist das jetzt nicht allzu schlimm. Aber natürlich, die Tarnsteine können ein bisschen nerven, vor allem meinem Pinsir und meinem Akani. Auf jeden Fall gehe ich auf den Volt Switch, habe hier gerechnet, dass er auswechselt. Und er holt seinen, wie heißt das, Shaman rein? Shaman natürlich, sein Salat. Und gehe hier auf mein Quajutsu. Und ich dachte mir so, okay, ich kann jetzt natürlich auf den Ice Beam gehen, safe, aber er könnte auf sein Victini gehen. Deswegen gehe ich hier safe auf die U-Turn und die sollte ihn auf jeden Fall ausnoggen. Und ja, wäre ich auf Eisstrahl gegangen, hätte er einfach in Victini reinwechseln können und das wäre nicht so gut gewesen, weil Victini möchte eigentlich niemand so gerne abfangen. Vor allem, wenn es ein physisches ist, bei einem speziellen ist es was anderes, wobei mein Akani ist halt noch da. Also geht das. Aber die Hazards und so weiter, so ihr kennt das. Na, auf jeden Fall gehe ich jetzt hier in Blitzer. Und ich habe mir schon fast gedacht, dass er jetzt seinen Victini rausholen wird. Aber ich habe mir gedacht, das wird ein physisches sein. Und mit meinem Bedroher Akani sollte ich einen V-Generator tanken. Er hatte auch im ersten Kampf ein physisches dabei. Und ich dachte mir einfach, das wird sich gegen mein Team super lohnen. Weil spezielles Counter teilt Florges auch aus. Obwohl es ihm Psychoshock kann. Wenn es nicht gespext ist, dann sollte es eigentlich nicht Turret KO und ein Psychoshock. Auf jeden Fall geht er auf die blaue Flamme, also ist er speziell. Und kann mich somit Turret KO leider. Und der Schaden sieht mir nach Specs aus. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, er hat nämlich den Scarf geblufft, weil er beim allerersten Mal auch den Scarf dabei hatte. Und hier wehre ich sogar die Attacke ab. Kann nochmal auf ein Turbo-Tempo gehen. Also geht es leider daneben, trotz der Fähigkeit von Victini Triumphstern. Auch dass Schockstamm daneben gegangen ist, ist schon ziemlich bitter für ihn. Aber ob er das jetzt mattert, ich weiß ja nicht, weil er ist halt jetzt bei Hälfte Damage, aber Surfer von Quajutsu reicht sowieso aus. Also deswegen hole ich jetzt auch mein Quajutsu rein. Und ich war mir sicher, okay, nichts in seinem Team mehr kann ein Surfer sehr gut tanken. Und deswegen gehe ich hier auf den Surfer und er holt sein Lucario rein. Und Lucario resistet den Surfer nicht, deswegen wird das auch ohne Life Orb oder Specs sehr viel Damage machen. Das hat mich selber überrascht. Ich dachte mir, vielleicht reicht es zum Turret KO und dann macht es 75%. Er geht auf das Turbo-Tempo, reicht nicht aus, trotz Leben Orb gebandet hätte es ausgereicht. Aber er spielt es wahrscheinlich mit Schwertanz. Und ich gehe auf den Surfer und damit sein Lucario weg. Das ist schon mal ein großer Threat weil so ein Lucario Turbo-Tempo kann echt viel Damage machen. Und deswegen geht er jetzt hier in sein Panzer Aeron. Ich hole mein Quajutsu
Oh, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Ich hole mal in Stahlober raus und dachte mir, okay, er geht jetzt hier vielleicht auf einen Sturzflug, habe ich da gedacht. Um meinen Quajutsu zu finishen, habe ich das gedacht? Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall geht er hier auf das Wirbelwind, hätte man auch mit rechnen können. Und genau das Pokémon, was ich nicht raus haben wollte, war Quajutsu und das hat er auch rausgefegt. Auf jeden Fall gehe ich hier wieder raus, dachte mir, jetzt predicted er mich, dass ich drin bleibe und auf den Surfer gehe, weil ich den Wirbelwind predikte, aber wir werden sehen, er geht wieder auf Wirbelwind. Da habe ich wieder mal falsch predicted, aber es ist nicht allzu schlimm, weil er bekommt meinen Blitzer raus und das ist natürlich Best-Case-Szenario, wie man so schön sagt. Also der beste Fall. Und gehe auf das Donnerblitz, auf den Donnerblitz, boah, meine Artikulation heute mal wieder. Und gehe auf den Donnerblitz ganz safe und kann somit Panzer-Eron definitiv aus dem Spiel nehmen. Und jetzt holt er seinen Napoleon rein. Ich war mir ziemlich sicher, dass er irgendwie gefocus-hashed oder so ist. Und vielleicht auf den D-Dance geht. Ich gehe auf die HP. Ist leider HP Grass. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich HP Grass drauf hatte. Aber ich wollte vielleicht mal schauen. Vielleicht hatte ich das ja auch vergessen. Deswegen bin ich auf HP Ice gegangen. Also auf die HP. Habe halt gehofft, vielleicht ist HP Ice. Aber Shadow Ball wäre in beiden Fällen eigentlich die bessere Variante gewesen. Egal, ich brauchte einfach nur den Focus Sash zertrümmern. Musste ich nur zertrümmern, so rum. Und falls er ihn hatte. Und deswegen gehe ich jetzt hier meinen Stahlobor, weil ich wollte einfach nur die Hazards wegspinnen, weil selbst wenn er mich jetzt gleich mit dem EQ tötet und auf ein 3-0, auf ein 3-0, auf ein 3-2 bringt, wäre das kein Problem, weil ich habe mein Quajutsu und solange er nicht zwei D-Dances rausholt, kann er mich nicht outspeeden und somit könnte ich eigentlich mit Surfer alles in seinem Team besiegen. Und er geht jetzt auch auf den EQ, ein weiterer D-Dance, ja, Volltreffer, bringt ihm aber nicht viel, das hätte jetzt auch so gereicht. Ein weiterer D-Dance kann er nicht rausholen, weil Erdbeben hätte definitiv ausgereicht, oder ziemlich wahrscheinlich. Ich gehe meinen Quajutsu, kann auf den Surfer gehen und ich sage nicht zu viel, wenn das auch einem Munagoras sehr viel Schaden machen wird und ihn besiegen wird, weil Munagoras ist jetzt nicht allzu defensiv. Und er geht jetzt in sein letztes Pokémon, in sein Victini und ja... Ich glaube, es ist nicht zu viel zu verraten, wenn ich jetzt sage, tschüss, Victini, aber ja, Victini, tschüss, weil ich bin gescarft. Selbst wenn er gescarft ist, ich outspeed ihn auf jeden Fall. Und somit ist sein Victini auch weg und somit haben wir einen 3-0-Sieg eingefahren. Ich bekomme nochmal gerade einen Fehlercode von meinem Renderprogramm, aber egal. Auf jeden Fall war es das dann hier von dem heutigen Spieltag. GG an Shiro, eigentlich hätte ich ihm auf jeden Fall diesen Sieg verdient, weil er sich viel mehr... Aufwand gemacht hat, viel mehr Zeit investiert hat in die, ja, in den Teambau. Sieht man wahrscheinlich auch in seinem Teambuilding-Video, wenn er das dann hochlädt. Wird er wahrscheinlich sowieso eine halbe Stunde vorher. Deswegen schaut das auf jeden Fall an, schaut auch den Kampf bei ihm an, gebt ihm einen Daumen hoch. Ja, sorry, ich wollte eigentlich nicht gewinnen, weil er hat es mehr verdient. Es hört sich auch komisch an, ich wollte nicht gewinnen, aber mir bringt jetzt mittlerweile auch keinen Sieg mehr. Natürlich ist es cool zu gewinnen, aber... Ich habe mich jetzt auch nicht extrem darüber gefreut, weil an und für sich, ich bin jetzt weiter auf dem ersten Platz, auch wenn sich das gerade arrogant anhört. Aber ich hätte Shiro auf jeden Fall den Sieg gegönnt. Nur werde ich jetzt nicht extra dafür schlecht spielen, logischerweise. Und die beiden Misses, kann man sagen, haben eigentlich auch nicht so ganz gemädert. Ich hätte es gerne auf die Misses geschoben, aber die haben leider auch nicht so ganz gemädert für ihn, weil Pinsir kam danach sowieso nicht mehr rein und hätte halt nicht viel Damage bekommen. Und Surfer von einem Quajutsu hätte auch bei 75% definitiv KO-Code. Ist halt nur ärgerlich wegen der Fähigkeit von Victini. Naja, Leute, das war's dann von dem Kampf. Ich kann verstehen, wenn ihr für Shiro wart. Ich war's eigentlich auch, aber okay. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.